So, ich muss kurz warten. Bis der oh, wieder. Holland. Für eine neue Quest Garens Schlumpf. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Das bringt mir Geld. Egal. Ja, okay. Cool. Yay. Okay. Hier gibt's noch eine Quest. Kannst du ignorieren, da gehen wir nicht mehr hin. Okay. Jetzt ist es Zeit für das nächste Gebiet, würde ich sagen. Also Cross, du entscheidest. Ich mache erstmal einen Flug nach Unterstadt. Okay, warte auf mich, ich komme mit. Ich muss nur noch kurz verkaufen. Ach ja, das ist eine gute Idee. Und ich habe 3 Leinstoff für dich. Das ist zwar nicht viel, aber so viele Humanoide haben wir auch nicht gekillt. Und wer wofür ich ganz dankbar ihr? Bin. Ja. So. Ich bin ganz. Ach, da hat einer den Ramop. Dieser Typ hat den Ramop gezähmt, den wir eben umgebracht haben. Cool. Okay. Jetzt geht's. Ach, nein, das wäre Kette. Da. Willst du eigentlich selbst eine Gilde gründen oder wie sieht das da aus auf dem Gebiet? Weil durch Gilde kriegt man 10% mehr Erfahrung und andere tolle Sachen. Sucht nicht den Tod. Was benötigt ihr? Und auf nach Unterstadt. Juhu. Puh, Gilde, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Wie viele Leute braucht man? 5? Ja, ich glaube 5. Das haben die mal runtergesetzt. Ich weiß nicht, ob es 5 oder 10 waren. Ich glaube 5. Heißt mit uns beiden 3 Stück noch. Die können ja auch danach wieder erstmal rausgehen. Das ist ja nicht so das Problem. Rüstmeister von Unterstadt. Ich hole mir den Wappenrock von Unterstadt erstmal. Ding. Repräsentant. Wie viel kostet der? 9 Silber. Ah, verdammt! Der Dunkelmond-Jahrmarkt, da müssen wir auch noch hin. Aber nicht jetzt. Ich hab da gerade irgendwie keinen Bock drauf. Ja, kann ich verstehen. Ich stelle mal ein paar leichte Rüstungssets her. Und wer seid ihr? So, die Anforderungsliste. Vertraut niemandem. Jo, jetzt muss ich noch kurz zurück nach Brill. Wieder. Was jetzt? Okay, warte. Ich würde sagen, wir gucken uns aber erstmal ein bisschen um. Ich muss jetzt ins Schurkenviertel. Ich glaube, es war das Schurkenviertel. So, wo war jetzt dieser Rüstmeister? Der müsste direkt beim Flugmeister sein, der Typ, der auf dem Sledge-Pferd sitzt. Ah, da. Was verlangt ihr vom Tod? Wappenrock von Unterstadt. So, ich habe meine Rüstung erstmal gepusht auf 155. Vorsicht, also um 24. Sehr viel. Übermaß. Wie man hört. Ich habe meine Rüstung mit dem Rüstungsset ein bisschen verbessert, aber auch nur um 8 Rüstungen. Das sind insgesamt 24, also. Yeah, hab ich den Erfolg-Repräsentant. Ich auch, und verdammt, ich bin im falschen Viertel, ich bin im Apothekarium. Hier muss ich nicht hin. Ja, also, das hier ist Unterstadt. Komm doch mal hier runter, dann siehst du diese schönen grünen Kanäle. Lecker. Yay! Es macht irgendwie Spaß, hier drin zu schwimmen. Auch wenn man davon auf Dauer Augenkrebs kriegt. So, was machen wir jetzt noch? Ach ja, ich wollte ja mal Schneidern ausprobieren. Wie mache ich das? Du drückst mal P, dann hast du unten Berufe. P. Alla. Dann hast du da dein Schneiderfenster. Und verhüten müsstest du auch haben. Berufe. So, was kann ich denn jetzt herstellen? Ich kann eine Rüstung herstellen. Leinstoffballen. Was mache ich mit Leinstoff? Okay. Daraus machst du alles. Okay. Alle herstellen. Ja, das ist immer gut.
So, wo muss ich zur Verhüttung hingehen? Dann brauche ich noch eine Schmiede oder sowas, oder? Ja, absolut richtig. Oh mein Gott, ich kann endlich Stiefel herstellen, die ich auch gleich mal benutze. So, dann kann ich eine braune Leinenhose. Die ist besser als meine jetzige, aber das brauche ich groben Faden. Die kannst du beim Schneiderhändler oder beim Lederverarbeitungshändler kaufen. Okay, der Lederverarbeitungshändler ist da, wo ich gerade bin. Ich komme zu dir. Ich mach dir mal einen besseren Umhang, der gibt 15 Rüstung. Okay, ich kann auch einen Umhang machen. Gibt dir 15 Rüstung. Warte. Warte. Schneiderei. Leinenumhang. Nein, der gibt nur 12 Rüstung. Okay, gut, mach mir einen besseren Umhang. Natürlich, gerne. Ich mache auch die gerade zum Skillen. Und wo ist der Schmied quasi, so dass ich... Die Esse müsste auch hier irgendwo sein. Wo, weiß ich allerdings gerade nicht. Lederverarbeitungs... Kirschnerlehrer. So. Achso, hier war der Lederverarbeitungshändler. Da. So, ich habe jetzt so ziemlich alles selbst gemacht, bis auf meine Handschuhe. Warte, bleib mal kurz stehen, ich gebe dir erstmal das hier. Dein Made by Phenoxy. Cool. Was benötigt ihr? Wie viel Faden kaufe ich mir? Du solltest es einfach immer kaufen, wenn du einen brauchst. So sparst du ein bisschen Geld. Ich kaufe einfach mal 10 Stück. Seid auf der Hut. Ich brauche noch Handschuhe, habe ich festgestellt. Kann ich Handschuhe herstellen? Nein. Dann krieg ich Handschuhe. Leiderei. Dann krieg ich Handschuhe. Hallo, Handschuhe? Nein, ein Hemd. Hemd. Achso, ein Hemd ist einfach ein Hemd, oder wie? Ja. Yep. Relativ unwichtig. Erstellen. Braunes Leinenhemd. Erstellen. Ich muss gleich mal ganz kurz weg. Okay. Weil? Na, erklär ich dir später. Geht ganz schnell, nur so 5 Minuten circa. Okay. Gut, warte. Warte, ich heft mich derweil mal nicht dran. Versuch, so komische Biegungen und Kurven zu vermeiden. Also du musst gucken, die... Ich bleibe in etwa auf der Distanz. Das heißt... Wenn du mich nicht verlierst. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, gut. Und am besten gegen nichts gegenlaufen, dann passt das. Und wie gefällt der neue Umhang? Schön. Hat eine Rüstung mehr als der alte. Ich such da mal die Esse. Die ist auf der anderen Seite. Da, glaube ich. Jo, auf der anderen Seite. Warte, na, das zeige ich noch kurz. Komm mit. Falsche Richtung. Das. Da drüben müsste der Ingenieurlehrer sein, deswegen weiß ich, wo die... Ja, da drüben ist der Ingenieurlehrer und auch ein Schmied, eine Schmiede und ein Amboss. Hey. Schön. Ja. Geduld und Disziplin. Da, eine Schmiede. Hier muss ich auch einfach nur mein Menü aufmachen und dann auf Beruf. Dann auf alle Herstellen drücken, dann macht er alle... Wobei, warte mal, wenn du die Dinger nur verkaufen willst, brauchst du es nicht, weil die kannst du auch als Ärzte verkaufen, teilweise sogar besser. Musst du nur ins Auktionshaus stellen. Hätte ich vielleicht vorher sagen. Egal, das bringt Zeug, also. Skillpunkt, ach, du bist noch so unweit, okay, gut, dann mach mal. Komm her, Made. Jo, ich geh schon mal rüber, flieg rüber und dann warte ich. Geh ich mal kurz weg. Weil ich glaube, ich habe hier nichts mehr zu tun. Jo. Verlassen. Schön. Wo ist das Auktionshaus? Das ist hier im inneren Ring. Wenn du. Drück mal M und guck auf die Karte, dann guck, wo ich bin. Hier so in dem ganz aus, in dem mittleren Ring so. Okay. Auf dem, wenn du wieder zum Inneren gehst, da kommst du durch so eine Tür, so durch so Pforten, wo auch wieder Schleim drin ist. Und bevor du durch diese Pforte gehst, biegst du rechts ab oder links, je nachdem. Da sind auf beiden Seiten immer Auktionator. Da, wo ich gerade stehe, ist zum Beispiel auch einer. Okay. Ich guck mal eben, wie es mit dem Kupferpreis hier auf dem Server ist. Gut. Kupfer.
waren 80 Gold pro Stack. Das unterbietest du ein bisschen, gehst auf 70 Gold pro 20 Stück und dann kriegst du es locker. Ich habe aktuell, wie viel habe ich überhaupt? 19 Stück habe ich. Na. Ist das schlimm? Warte einfach noch ein bisschen. Das Ding ist ja, das Auktionshaus ist ja fast leer. Ich bin mir nicht sicher, ob Rexason ein befüllter Server ist, gerade ehrlich gesagt. Ah gut, er hat Mittel, wird schon irgendwie passen oder sonst. Oh, ich habe jetzt Feuerbrand. Anstelle von Verderbnis? Verderbnis, genau. Du hast nicht so die Feuer, nicht so die Schattenzauber, sondern eher so die Feuerzauber Distro. Okay, also das Rexa sieht jetzt aktuell nicht so aus, als wäre das so ein befüllter Server. Kann man ja ändern. Also könnten die Spieler ändern, wenn sie hier drauf sein würden, aber ein Großteil der Spieler wechselt lieber auf so Server wie Blackhand, die wiederum komplett überfüllt sind. Oder auf PvP-Server. Ja. Ich stell's einfach mal ins Auktionshaus, okay? Oder so, oder du hast gesagt, ich soll noch warten? Warte noch, bis du 20 Stück hast, dann hast du einen ganzen Stack. Okay. Gut. Ich flieg jetzt mal bei dem Fledermaus. Zurück nach Brill. Zurück nach Brill. Da warte ich auf dich und ich bin dann mal ganz kurz weg. Mach am besten die Aufnahme einfach mal kurz aus, weil das kann. Ich muss eben was hochtragen und dann, ja. Jo, klar. Gut. So. Ich kann mich auch unmuted lassen, nur dann. Naja. Nein. Ich bring kurz mein Laptop um. Moment. Denkt dran. Ja, wir fliegen derweil zurück nach Brill. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play bisher so. Ja, wir haben jetzt die ersten 12 Level gemacht in relativ kurzer Zeit. Bei mir noch 11, danke. Ja, tut mir leid. Und als nächstes geht es dann in den Silberwald. Ja, ich möchte in den Silberwald, habe ich mir irgendwie so überlegt. Oder? Überleg gerade. Das Kupfer. Ich bin gerade über Kupfer drüber geflogen. Ah ja. Hey, und wir sind gleich gelandet. Und wir sind gelandet. Yay. Und wir können jetzt unseren Nachschub abliefern. Ich bin blind. Da. Was jetzt? Lebt wohl. Was sagst du mir? Die Schatten lockten. Wer auch immer es ist, er sagt, der Silberwald ist die richtige Entscheidung. Ja. Gut, weil Silberwald ist eigentlich meiner Meinung nach das beste Level 10er Questgebiet, das es gibt. So. Bin auch wieder da. Schön. Gut. So. Hab so schnell gemacht wie möglich. Naja, mehr oder weniger. So, dann würde ich sagen, auf in den Silberwald und auf dem Weg natürlich noch ein paar Wildtiere umbringen. Moment. Kabelsalat. Okay, geht. Er war bis eben ein bisschen unten, weil es da wärmer ist. Jetzt muss ich aber hoch. Ach, nee. Ich sehe. Der Zeppelin nach Ogrimmar hast du eben eingetroffen. Ah, werden wir noch oft genug benutzen, das Ding. Warte, ich mach mal wieder den wilden Tiger, damit ich ein bisschen schneller werde. Entdeckt, Ruin von Lordaeron. Ja, das war einst Lordaeron.
die Hauptstadt dieses schönen Königreichs hier. Bis dann Arthas gesagt hat, nö, scheiß drauf, mach ich kaputt. Ich brauch kein Königreich, ich hab ja den Lichtkönig und so, und ja, warum soll ich dann sowas Dummes machen? Hier liegt was für dich. Oh. Ja, und hier kommt vielleicht Loot für, ja, ist Loot für dich. Ich dachte mir, komm ich in Tiger-Style, kann ich auch wieder irgendwas töten. Das ist unfassbar. Ich würde mich ja über leichten Balken freuen, aber ich glaube nicht, dass die Biester das hier schon droppen. Nee. Naja, man darf doch träumen. Ich kann dafür schon eine verzauberte Rüstung herstellen. Für 8 Leder und 4 grobe Faden kann ich geprägte Lederweste, 59 Rüstung, 2 Ausdauer. Cool. Ist ganz praktisch, ja. Nur Ausdauer. Int oder sowas wäre besser gewesen. Aber gut. Ich pull mal ein paar Viecher zusammen. Nein, das fliegt da hinten, pull ich jetzt mal nicht. Ach, was für ein Angriff. Nö. No. Da liegt noch einer hinter dem Baum. Oder ich um seh's. Den Baum rum. Ich gehe schon mal weiter. Jo. Hä, was kann ich hier oben machen? Hier ist so, neben da wo Champion von Unterstadt steht. Steht da Werte, Ausdauer, Zaubermacht. Champion von Unterstadt? Was? Wie? Wo? Ich bin gerade verwirrt, was du meinst. Nee, weil ich ja den Waffenrock von Unterstadt trage. Ach so. Bei den Buffs. Jeglicher Rufzuwachs in Dungeons kommt auch im Ansehen in Und da daneben ist noch was, wo Werte. Ach so, ja, das ist der das ist das Gruppeninterface Buff, das ist, weil du in der Gruppe bist und wir verschiedene Buffs eigentlich noch haben, aber wir die als Skills noch nicht haben. Das ist das Problem. Sargschlepper. Krass. Ja, da wird eine Schlacht geführt gegen Worgen, gegen Untote. Und da gibt's nun mal auch noch mal ein paar Tote. Ne? Cool. Das bleibt dabei nicht, ja. Ach oh, ja, Silberwald, das Kriegsgebiet. Warte mal kurz die Aufnahme aus, ich bin ganz kurz weg nochmal, aber diesmal ein bisschen länger, glaube ich. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Aufnahme erstmal und ich schau mal zu, dass ich irgendwie meine Festplatte wieder voll kriege, dass wir hier nicht mehr in mit 11 Frames pro Sekunde aufnehmen müssen. Ja, das wäre ein bisschen gut. Ja, na dann. Bis später. Jo, bis später.